Ich habe hier gar keinen Sitz für dieses Ding. Also, weil du musst ja eine Technik bauen, eigentlich unter Small Vessel. Nehme ich an. Ja, ne, ich glaube, das ist doch richtig. Es kommt nämlich nach Cockpit, kommt nochmal Sitz. Bibliothek. Small Vessel. Eisenkupfer, aber steht nicht da, woraus das besteht, oder? Schade. Achso, man kann ja noch weiter runter scrollen. Da unten geht ja noch so einiges. Na, Cockpit, hallo, freigeschaltet. Was ist Cockpit 3? Cockpit 2? Cockpit 5, was ist denn das nachher alles hier? Cockpit 2, wird in jedem Fahrzeug zur Steuerung. Vielleicht kann man ja nachher doch fette Cockpits machen. Zwei, ach jo, man kann ja noch richtig fett runter scrollen, ey, jo, da sagst du was. Ja, na, das habe ich jetzt nämlich zum ersten Mal. Ja, echt? Ich hatte bisher den Technikdreh immer nur sozusagen das erste oben gesehen. Und ich dachte, na, das ist ja nicht viel, ne? Kanonengeschütz. Bis ganz unten schon, also. Passagiersitz geschlossen. Kannst hier eine Spatial Gun Player machen, eine Light Landing Gear. Aber hier ist doch jetzt auch ein Passagiersitz dabei, dann können wir den vielleicht auch mit. Eigentlich ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Ding hier zerbombt wurde. Da können wir uns jetzt nämlich noch ein paar Sitze reinbauen. Ja, ja. Ja, kann ich nochmal kurz an den Dingsbums mal rangucken? Ja, okay, kann schon, geht schon, ich merke schon. Läuft. Ah ja, da habe ich, ich habe was gefunden. Online. Soll ich denn jetzt gleich ein erweitertes Cockpit da machen? Was hat denn das? Also ist es dann Größe oder was? Größe 3, 2, 4, 3, 3, 5. Offline-Schutz. 3, 3, 5, ich weiß gar nicht, was da vorher also, drin war. Bist du über Hover-Vessel oder Capital-Vessel bist du drin? Ich bin bei Small-Vessel, weil das Ding ist ein Small-Vessel. Drehmoment. Und da ist jetzt die Frage, baue ich jetzt Cockpit 1, 2 oder 3? Ach lol, das ist alles das gleiche, the fuck. Das ist doch, Nee, die haben andere Ausmaße. Breite, Höhe, Tiefe. Ja, richtig. Die sehen doch anders aus. Ich hab eins davon gelernt, alle drei habe ich jetzt gleich bekommen. Ja, die Frage ist... Kosten alle das gleiche, sind aber verschiedene Gewichte und haben verschiedene Ausmaße. Das gleiche. Also nicht 1, 2, 3, sondern von der Hover Vessel und Small Vessel. Ach so. Ja, okay, das, nein. Auf jeden Fall haben die eine andere Optik. Du hast jetzt was dargestellt, Cockpit 1 oder? Ne, ich überlege jetzt gerade, Cockpit 1, 2 oder 3. Welches ist davon? Ich werde jetzt nicht 10 herstellen, also. Finde ich alles. Die Frage welches? So, ich nehme einfach mal Cockpit 3. Und ich nehme Passagiersitz offen? Ja, nimm mal, möchte was sehen von der Welt. Offen. Ja, was stellst du davon, wenn du den Passagiersitz einfach auf die Flügel sitzt? So. Cockpit haben wir. Da ist es. Und ey. Innenbeleuchtung. Da bin ich ja echt gespannt. Weil das wäre cool, wenn wir mehrere mit dem kleinen Teil rumfliegen können. Ja, das wäre echt geil. Dann würde ich nämlich fast ey, ein kleines Cockpit machen und dafür aber da 10 Sessel reinhauen. Ja, du kannst ja, glaube ich, nicht, oder? Na, warte mal. Warte, bis ich fertig bin. So, jetzt guck ich erstmal bevor ich das Cockpit setze, guck ich mal, Passagiersitz geht. Oh ja, das wird eng, ja. Passt nicht, wa? Kannst du nicht den Passagiersitz einfach oben auf die Waffen hier oben drauf, irgendwie hier nee, oben? Der braucht hier. Ich kann den nur gerade hier in dem Endraum. Aber wir könnten vielleicht, ich kann hier vielleicht vorne die Front wegreißen. Und noch mehr, das sind ja einfach Grundkomponenten hier unten drin. Können wir sowas schon bauen? Die Frage ist, was ist das? Ja, das ist das nämlich, wenn man wüsste, wenn man so ein Ding selber baut, weil. Naja, weil dann würden wir es einfach vorne die Spitze erweitern, weißt? Ja, richtig. Dann könnte man noch einen Sitz, dann kann man hinten, könnte man hinten. Ich krieg jetzt hier momentan, weil 4 Platten sind nötig, um einen Passagiersitz zu setzen. Oh, wo habe ich jetzt das Cockpit? Da habe ich das Cockpit. Jetzt gucken wir mal das Cockpit. Das Cockpit passt bestimmt nämlich auch schon gar nicht hier rein, weil das nicht ein großes Cockpit ist. Das dritte. Das dritte. Okay, das ist falsch, ich muss Cockpit 2 erstellen. Ja, siehst du. Na toll, Junge. Hab ich noch gefragt. Nein, das ist egal. Alles gleiche. Das hab ich nie gesagt. Das hast du gesagt. Ja, hast du gesagt.
Ja, habe ich nämlich auch gehört. Ja. Cockpit 2 braucht man. Ja, wie sehe ich gerade voll, wie Platzierung viel uns noch ist? 15. Aber das ist ja auch so ein Riesenteil, oder nicht? Also Cockpit 2, ja. Ich habe schon hergestellt, Cockpit 2. Okay. Von Anti-Fan belegt. Na, ich muss ja hier gerade hier Metall und so und Mach Neon mal. die. Na gut, ich habe jetzt mal Spoil Aber ich hatte zugefallen, jetzt das ist von bei mir. dem Cockpit erst überlegt, ob wir Frage ist, was sind hier für Sachen dran? Was sind Sachen hier? Was Guck machen mal, Sachen? Schubdüse? also weil eventuell das Ding irgendwie erweitern, dass man hier zwei Passagiersitze hinten reinkriegt noch. Aber ich setze jetzt hier einfach mal so einen Passagiersitz rein und dann kannst du nämlich gucken, was du draus machst. Selbstschussanlage, Spieler. Ja, irgendwie kriege ich das Ding überhaupt nicht. Ja, weil ich da drin war, aber stimmt gerade. Nein, überhaupt nicht. Ich kriege das wirklich für genau. Ach, fuck. Aber das ist gut, weil da kein Passagiersitz da hinten ist. Das Cockpit sieht irgendwie bescheuert aus. Guck mal, da haben die so. Kannst du jetzt auch fliegen? Nee, ich bin auch scheiße. Bescheuert! Alter, ist doch schön! Das sieht leicht bescheuert aus in der Perspektive. Wenn er wiederkommt, dann sagen wir Aliens. Aliens. Nein. Ich werde mir noch so einen Cockpit-Sitz rein. So eine Kann das Ding Scheiße, eigentlich auch ins Wasser? Gleich. Blub. Wenn man das Ding ja verbreitern könnte, dann könnten alle mitfliegen, aber. Aber was Ja, na, die braucht. Frage ist, was das für Keine was das Power für. mehr, keine Power mehr, oder? Doch. Ja, für Baumaterialien, woher kommt man da einfach alles benutzen kann? Wieso fliegen wir jetzt auf den Kopf? Ich versuche das mal. Fahrwerk, Schubdüse. Welcher unfähige Pilot fliegt hier? Cockpit 3, Cockpit 2. Bixwax, ich glaube, du kannst ein neues Raumschiff bauen. Es ist voll schwierig für den Ach, das sind die. Ah. Passagier. Wie wird mir schlecht? X-Trax, nimm mal ab. Ich bin verkehrt rum auf dem Boden. Railgun. Wie ist die Steuerung? Was kann man hier noch bauen? Ja, noch ein Stück. Ich sag's, komm mal nach draußen zum Raumschiff. Das ist die Andockplatte. Ich hab noch mal ein paar Passagiersitze, weil wir wollen ja alle fliegen. Ja, du musst es erstmal wieder. Wo seid ihr denn? Ja, ich versuch's gerade wieder aufzurichten, weil hier jemand komisch gelandet ist, aber ja. Da muss man ja studiert für haben, bis man so ein Ding gebaut hat. Bis man Ach weiß. so, Ja. Was habt ihr gemacht? Ich war Passagier, ja. Möchte ich mal hier. Dann warte mal, aber wenn das so liegt, dann versuche ich immer was anzubauen. Toll. Steig mal kurz aus, AMD, ich will es mal probieren. Kann anbauen, das ist sehr schön. Boah, dann baue ich doch hier noch einfach. Oh ja, ich kann hier an der Weißt du, Seite du noch. bräuchtest noch Schubdüsen auf der anderen Seite, dann wird's gehen. Kannst du anbauen, irgendwas dran machen, ja? Weißt du, Ja. wir brauchen auf der anderen Seite eine Schubdüse, dann kannst du es drehen, ansonsten kannst du es vergessen beim Drehen. Willst du keine Schubdüsen So, neben sozusagen? dem Piloten habe ich mir jetzt überlegt, baue ich noch einen Sitz ran. Ja, so dass wir alle mit können. Wenn das so vom Gewicht her Guck mal, noch. ich hab da nämlich ein bisschen was rangehauen schon. Jetzt muss ich nur noch. Oh, nun fliegt man nicht weg, ich will da gerade einen Sitz anbauen. Da ist jetzt noch ein Sitz neben dem Piloten. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite nochmal. Ja, guck. Guck mal, jetzt zwei Mann können auch jetzt schon mit. Ja, Also guck. wenn das Ding, Ja, wenn es fliegen würde. beim Fliegen. Hey, du könntest den Berg, genau, benutzt den Berg. Das müsste gehen, wenn du über den Berg hoch rüber jumpst. Ja, über den Berg drüber. Ja, jetzt hängst du fest, oder was hier? Es ist Das komisch, sieht so bescheuert aus.
Warum macht ihr bloß immer alles? Warum müsst ihr bloß immer alles kaputt machen? Echt? Ja. Aber echt. Jetzt haben wir schon ein getuntes Schiff. Raumschiff. Ja, den würde ich nicht an den Piloten lassen, also nee. Aber ich meine, ich kann auch sonst noch eine Schubdüse bauen oder sowas, wenn das... Ja, also eine Schubdüse bräuchte man noch, dann könnte sich vielleicht besser drehen, weil das Problem ist, dass sozusagen gerade der ganze Schub auf der falschen Seite ist. Aber ich weiß nicht, hinterher kannst du das Ding gar nicht mehr steuern, weil die Schubdüse dann dauerhaft nur noch dann... Kannst du wieder abbauen oder nicht? Ja, weiß ich ja nicht. Weißt du, wie gesagt, wenn du schon mal drüben bist, kann ich eine Salami mitbringen. Richtungsschubdüse kann ich jetzt erst noch bauen, weil ich noch kein, was ist das? Drehmomenteinheit. Dreh das Ding doch mal! Wie schwierig ist das Ding überhaupt zu steuern? Komm, lass mich auch mal Spaß haben. Drücke T, um zu fliegen. So. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Muss ja immer irgendwie funktionieren, wohl? Irgendwie. Ja. Warte, vielleicht klappt das für dich auch. Na? Hat noch ein Stückchen? Ja? Bauen wir mich hier gerade die Erde ein? Na? Jetzt muss aber schaffen, Alter, noch. Geht nicht mehr, ich kann nicht lenken, also. Ja? Ja? Also ich habe noch eine Richtungsschubdüse, ja? Und ein RCS. Das soll irgendwie eine Drehmomenteinheit sein. Ja, brauchen wir noch nicht mehr. Nein! Das ist die falsche Richtung. Und? Jetzt dreh das Ding doch endlich. Ich drück doch eh, ich passiert nix. Geh mal raus, ich mach das mal. Ja, komm, hab du mal Spaß. Oh Mann. Ich hab ne Schubdüse dabei. Hey, ist schon raus. Ja, fliegt immer falsch rum. Ich sag, das Ding geht gleich kaputt, ey. Hättest du ruhig mal drehen können, Mensch. Warte mal, wenn du so bleibst. Du hast jetzt momentan Schubdüsen unten. Ich muss doch eigentlich genau in die andere Richtung nochmal Schubdüsen bauen, oder was? Wo bin ich denn gerade eigentlich? Warte mal, das ist doch wie bei Robocraft. Guck mal, du hast hier Schubdüsen in alle Richtungen. Links, rechts, hinten. Nur nicht, okay, aber ich habe auch noch eine Schubdüse, ehrlich gesagt. War ich nicht noch irgendwo ein Loch gerade noch gewesen? Ja, wenn das geht, wenn du das einfach drunter bauen kannst. DJ, wo ist das doch hin? Hier war doch auch irgendwo ein Loch. Das war ganz woanders. Du bist ja abgehoben wie ein Storch. Wie abgehoben? Muss man doch gedreht kriegen. Wollen wir einfach mal die Schubdüse dran. Ja, na, die Frage ist jetzt, ich muss ja gucken, dass die auch in die richtige Richtung schubt. Ja. So, wo ist denn jetzt gerade der Problempunkt hier eigentlich? Du kannst nicht drehen. Einfach vorne mit dran machen. Man kann doch, einfach nicht. Was ist die sozusagen? Warte, ich hab die von oben nach unten einfach. Problem ist ja, dass die ganzen Schubdüsen sozusagen unten sind. Also jetzt gerade oben. So, pass mal auf, ich baue hier vorne eine ran. Ja, die reicht wahrscheinlich nicht. Ja. Ich hoffe, ihr habt das Ganze auf Video. Ja, das ist, wird alles auf. Schieben, Leute, alle ranspringen, schieben! Ich hab's geschafft. Jetzt müssen wir nur die eine Düse abbauen, die. Nee, warte mal, die bleibt da dran, die hat bestimmt ihre Funktion. So, warte mal, ich... Können jetzt alle mit? Nee, warte mal, ich muss auf der anderen Seite jetzt gerade mal noch einen Sitz bauen hier. Also, machen wir mal nicht so viel Bewegung. Lass das Ding mal in die Mitte bauen, weil Mitte wäre es besser, weil sonst hast du hier schlecht Böllung, Zink. Meinst du das Cockpit jetzt, oder was? Ja, das Cockpit in die Mitte.
Ich glaube, Zeit ist wieder da. Das ist nämlich echt anstrengend. Ach, Zeit ist wieder da.